Liebe Börsianer, jeder kennt Benjamin Graham, jeder kennt Warren Buffett und vermutlich kennen viele Joel Greenblatt. Aber welche Aktien nach diesen großen bekannten Börsenpersönlichkeiten sind nach deren Regelwerken jetzt interessant? Wenn wir zum Beispiel uns mal Benjamin Graham anschauen, der ja ein Buch geschrieben hat, Der intelligente Investor, und in diesem Buch stellt er Selektionskriterien vor, die für ihn Aktien erfüllen müssen. Zum Beispiel, dass über 10 Jahre hinweg eine Gewinnstabilität vorliegt, dass eine Firma 10 Jahre nacheinander Gewinne hat schreiben müssen. Wenn man nun diese ganzen Regeln nimmt, zum Beispiel von Benjamin Graham, stellt sich natürlich die Frage, was sind die Value-Aktien, die das Regelwerk von Benjamin Graham am besten erfüllen? Oder was sind die Qualitätswerte, die unsere Interpretation des Regelwerks von Warren Buffett am besten erfüllen? Oder zum Beispiel, welche sind denn die Top-Dividenden-Aktien, die es am Markt gerade gibt? Und diese Auswahllisten haben wir nun für euch bereitgestellt. Ich bin auf traderfox.com und ich klicke jetzt mal links oben auf diesen Explorer. Dann gehe hier unter Länderindizes aus fundamentale Auswahllisten. Und hier sehe ich die Möglichkeiten, ich kann mir anzeigen lassen, Dividendenaktien, High-Quality-Stocks, Joels Zauberformel, Qualitätsaktien Deutschland und so weiter und so fort. Ich fange mal an mit den Value-Stocks nach Graham. Hier finde ich nun all diejenigen Aktien, die dem Regelwerk, das Benjamin Graham in seinem Buch Der intelligente Investor beschrieben hat, die diesem Regelwerk am besten gehorchen. Darunter befinden sich auch bekannte Namen wie eine Church & Dwight, wie eine Mastercard, wie eine, ich glaube hier auch Cisco Systems ist dabei, auch eine Johnson & Johnson ist dabei, also große Namen, die man kennt. Diese Aktien filtern wir heraus aus den 2000 größten amerikanischen Aktien. Es ist also eine Reduktion, dass wir sagen, unser Aktienuniversum sind 2000 amerikanische Aktien. Und dieses Aktienuniversum wird jetzt reduziert auf die 100 Aktien, die dem Regelwerk von Benjamin Graham am besten entsprechen. Was Sie hier vielleicht verwundern wird, hat mich zum Beispiel gewundert. Ich dachte, nach dem Regelwerk von Graham müssten eigentlich nur Aktien rauskommen mit niedrigen KGVs. Aber durch diese Qualitätskriterien, die Benjamin Graham ja auch aufgestellt hat, dass wir Anforderungen haben an die Liquidität, an die Bilanzsicherheit, an die Gewinnstabilität. Durch diese Qualitätskriterien kommt man auf sehr schöne Firmen, die aber durchaus dann mal KGVs von 17, 18 oder 19 haben können. Aber das lässt Benjamin Graham in seinem Buch auch explizit zu. Er schreibt, er hat sich gerne auf Aktien konzentriert, die mit einem KGV von 15 bewertet sind. Wenn die Wachstumsraten und die Qualität das aber rechtfertigen, hat er durchaus auch höhere KGVs akzeptiert. Dass die ausführlichen Regelwerke zu diesen Listen findet ihr übrigens im Aktienmagazin. Aktienmagazin kennt ihr ja, das ist das Magazin für systematisches Investieren. Und im Aktienmagazin veröffentlichen wir jede Woche die sogenannten Leaderboards, also die Ranglisten der besten Aktien nach bestimmten Kriterien. Wir haben hier zum Beispiel eine Rangliste der deutschen Qualitätsaktien, dann der besten amerikanischen Qualitätsaktien, dann eine Rangliste der besten Aktien nach Benjamin Graham, dann eine Rangliste der besten Dividendenaktien, zum Beispiel in Amerika. Auf unsere Definition der Dividendenaktien bin ich wirklich sehr stolz. Wir schauen hier nicht nur auf die reine Dividende, sondern wir schauen auf die Dividende plus Aktienrückkäufe. Weil ihr müsst wissen, in den USA werden aufgrund steuerlicher Vorteile eher Aktienrückkaufprogramme verabschiedet, anstatt Dividenden ausgeschüttet. Beides hat aber aus unserer Sicht die gleiche Implikation, nämlich die, dass eine Firma Geld generiert und diesen Cashbestand dann an die Aktionäre zurückgeben kann. Und darum haben wir die Kennzahl adjustierte Dividendenrendite entwickelt und die berücksichtigt neben der klassischen Dividende unter anderem auch die Aktienrückkäufe,
zieht dann aber wiederum Kapitalerhöhungen ab. Weil das machen auch viele Firmen, die sagen, hey, wir haben eine schöne hohe Dividende und dann muss die Firma Kapitalerhöhungen durchführen, um das Geld wieder reinzubekommen. Aber das macht natürlich keinen Sinn und darum ziehen wir Kapitalerhöhungen von der Berechnung unserer adjustierten Dividendenrendite auch wieder ab. Wie erfolgreich unser Konzept ist, zeigt zum Beispiel unser Dividendenindex, den Sie auf www.quix.capital verfolgen können. Der Index Trader Fox Dividenden Champions Defensive, der nach unserem Dividendenkriterium berechnet wird, hat seit Börsennotiz in den letzten 10 Monaten eine Rendite von 22,3% erzielt. 22,3% in den letzten 10 Monaten und das wirklich mit Blue-Chip-Dividendenaktien wie IBM, wie McDonald's, wie mit Merck, wie mit Motorola, wie mit der Travelers Company, wie mit Thomson Reuters, hochliquide Dividendenaktien. Und diese Aktien, diese Top 100 Dividendenaktien in den USA, die nach unserem Dividendenkriterium berechnet wurden, die findet ihr auch hier in dieser Auswahlliste, zum Beispiel Dividendenaktien. Auch eine Apple ist da mittlerweile dabei, wegen den hohen Aktienrückkäufen. Hier die Top-Dividendenaktien von Amerika. Was ich auch noch wahnsinnig interessant finde, sind die Top-Growth-Stocks 150, angelehnt an dem O'Neill-Kriterien für disruptives Wachstum. In solche Firmen sollte man natürlich nicht investieren, sondern die sind zum Traden gedacht, wenn es zum Beispiel Chartausbrüche auf neue 52-Wochen-Hochs gibt, wenn es Flat Base Breakouts gibt und so weiter. Dann, auch interessant, Qualitätsaktien Deutschland. Das läuft aktuell auch wunderbar. Der Quix Deutschland ist heute fast 1% im Plus, entwickelt sich heute stärker als der DAX. Hier plus 1,08%, der deutsche Qualitätsaktienindex. Und hier bei den deutschen Qualitätsaktien sieht man eine Symrise, eine Henkel, eine Freenet, die heute so richtig schön Gas geben. Dann, was haben wir noch alles, was ist noch interessant? Wir haben Joels Zauberformel, diese Liste, die beinhaltet die Aktien nach der Strategie von Joel Greenblatt. Joel Greenblatt hatte gesagt, er möchte günstig bewertete Qualitätsaktien, also sucht er in der ersten Rangliste sucht er die Firmen mit den höchsten Kapitalrenditen. In der zweiten Rangliste sucht er dann Firmen mit den höchsten Gewinnrenditen. Das ist eine Art umgedrehtes KGV. Dann legt er diese beiden Ranglisten zusammen und kommt dann auf seine Zauberformelliste, die er so nennt, wo dann die günstigsten Qualitätsaktien nach der Interpretation von Joel Greenblatt enthalten sind. Und auch diese Liste stellen wir Ihnen hier bereit auf www.traderfox.com. Solche Aktien empfehle ich Ihnen übrigens dann zu kaufen, wenn Sie eine Gewinnstabilität haben. Diese High-Quality-Value-Konzepte können sehr volatil sein. Ich empfehle hier wirklich, dass man voraussetzt, dass die Trendstabilität positiv ist. Und dann kommt man wirklich auf Value-Aktien, die so richtig schön über längere Zeiträume nach oben laufen, bei geringer Volatilität, bei geringen Schwankungsbreiten. Untersucht man dieses Kriterium, dieses High Quality Value, auch hier oder Joel Greenblatt, kombiniert mit Trendstabilität, das liefert super Aktien und super Ergebnisse, wie auch eine Toro Company, bin ich ja ganz großer Fan davon. Eine sehr schöne Burggrabenaktie, die nach meiner Einschätzung noch nicht als solche so richtig wahrgenommen wird. Ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte, dass wir jetzt diese kompletten fundamentalen Auswahllisten mit den besten Dividendenaktien, mit den besten Aktien nach Greenblatt oder Buffett und so weiter, nach unserer Interpretation deren Regelwerke, auf www.traderfox.com für euch bereitstellen.